So, willkommen auf meinem Kanal. Kurz Breaking News. Kann ich ein bisschen lauter machen? Okay, so machen wir das. Kannst wieder hinlegen. Schlaf. Schlaf weiter. Und zwar, es geht um Hans-Georg Maaßen mit der Werteunion. Spielt er ein falsches Spiel? Was ist passiert? Er hat ganz klare Aussagen getroffen, dass er mit der AfD zusammenarbeiten wollen würde. Und jetzt auf einmal ist es doch alles anders. Als erstes zeige ich erstmal was vor 5 Jahren. Hans-Georg Maaßen, erstmal entlastet durch den Bundesinnenminister. Doch neue Recherchen des ARD-Magazins Kontraste legen nahe, Maaßen soll Informationen aus dem Verfassungsschutzbericht 2017 bereits Wochen vor dessen Veröffentlichung der AfD-Fraktion im Bundestag zur Verfügung gestellt haben. Bei einem Treffen mit dem AfD-Abgeordneten Stefan Brandner. Wir haben mit Herrn Maaßen über den Verfassungsschutzbericht, der ja in gedruckter Form da, wie gesagt, noch nicht vorlag, aber er lag ja inhaltlich vor. Und uns da über verschiedene Zahlen unterhalten, die da drin steht. Da ging es um die Gefährder, rechte Gefährder, linke Gefährder, islamistische Gefährder. Die Herausgabe interner Zahlen 5 Wochen vor der Veröffentlichung des Verfassungsschutzberichtes. Die Opposition ist empört. Gesetzlich. Und da habe ich mich schon gefragt, da war er ja für die AfD, alles gut. Er hatte ja auch mehrfach schon gesagt, für ihn gibt es keine Brandmauer. Er würde mit der AfD zusammenarbeiten, mit der SPD, mit der Union, mit so, im Grunde glaube ich, mit allen Parteien, die wirklich auf dem Markt sind. Und dann habe ich ein Video gefunden, soll brandaktuell sein, TV Berlin Spezial, Frank Henkel mit Hans-Georg Maaßen, Werteunion. Die Union begrüße ich ganz herzlich, den Parteigründer und den ja, vermeintlichen Parteivorsitzenden Hans-Georg Maaßen. Guten Abend. So. Guten Abend. Hans-Georg Maaßen, jetzt ist es soweit. Am kommenden Samstag wird die Werteunion eine Partei und Sie deren Vorsitzende. Sehen Sie den Zeitpunkt für eine Parteigründung gut gewählt? Also ihr habt jetzt schon gehört, das ist brandaktuell. Ich habe wirklich Sorgen, dass er ein falsches Spiel spielt. Wenn es so ist, solche Partei bringt nur noch mehr Spaltung ins Land hinein. Schauen Sie mal, Herr Henkel, es ist mir nicht leicht gefallen, jetzt eine Partei zu gründen. Es ist nicht einfach mal so ein Stöckchen, über das man hüpft, sondern es ist eine Hochsprunglatte. Ich bin jetzt in den letzten Jahren immer wieder von Freunden, Bekannten, von Unterstützern angesprochen worden. Wir müssen hier etwas tun. Die CDU, die hat die Positionen verlassen, die eigentlich die klassische bürgerliche CDU geprägt hatten. Und ich meine, die Situation ist derzeit da, dass eine große Nachfrage besteht nach einer Partei, die die Lücke zwischen der klassischen CDU-CSU, die den Weg verlassen hat, und der AfD, die radikal geworden ist, füllt. Okay, schon mal das Erste. Gut ist natürlich, dass er eine neue Partei gründen will, die anders ist als die jetzige CDU, sondern eher wie die alte CDU. Das befürworte ich. Jetzt sagt er aber auch, dass die AfD radikal geworden ist. Er will also mit einer radikalen Partei zusammenarbeiten, ja? Das ist ein guter Übergang. Wofür wird die Werteunion eigentlich stehen, wenn sie als Partei gegründet ist? Was sind eigentlich die politischen Ziele, die sie verfolgen? Also der Name Werte und Union soll es im Grunde genommen schon kennzeichnen. Wir stehen für klassische bürgerliche Werte, die Deutschland stark gemacht haben und die die CDU letztendlich auch geprägt haben. Wir sehen uns zwar als Kind der Union, wir sehen uns als Abspaltung der Unionsparteien, aber sind durchaus was Eigenes und was Neues. Und wir sehen die Werte, die was Eigenes, was Neues. Uns eben stark machten, wie eben, dass wir für Freiheit sind, für Rechtsstaat, für Demokratie, für Toleranz, aber auch für einen Rückzug des Staates aus dem Leben. Wir sagen, wir wählen die Freiheit, das ist unser Slogan. Wir wollen, dass der Staat sich aus unserem Leben heraushält. Und diese Werte sehen wir auch als, ich sage mal, Werkzeuge, Instrumente, um die Probleme von heute und von morgen zu lösen. Wir sehen uns nicht als eine reaktionäre Partei, die in die alte Zeit von Kohl oder sogar von Adenauer zurück will. Das überhaupt gar nicht. Gesundheit, ob das Rechtsstaat ist, ob das auch Landwirtschaft ist, Bildung, Wissenschaft. Also dazu haben wir die Experten eingeladen, Beiträge zu leisten. Das wird dann verabschiedet werden. Und das ist zunächst einmal die Grundlage. Es ist kein Wahlprogramm. Na, man sollte sich schon damit befassen, wenn man eine Partei aufstellt, was man denn verändern kann und wie man das angeht und was auch in der deutschen Bevölkerung wichtig ist. Wir werden da nicht finden, wir fordern, dass im Infektionsschutzgesetz zum Beispiel Paragraph sowieso geändert werden muss. Nein,
Es ist im Grunde eine abstrakte Grundlage, wer wir sind und wo wir hinwollen und wie wir das auch hinbekommen möchten. Also kurz unterscheiden, ist es ein Wahlprogramm oder ist es ein Parteiprogramm? Es ist ein Gründungsprogramm. Es ist letztendlich die Basis, auf der man... Wahlstellen gemeinsam mit Ihnen. Morgen sind wir ein kleiner, ich sage mal, eine kleine Gruppe. Wir machen eine Gründung. Ich sag mal, das bekannteste Gesicht der Werteunion, das ist ganz ohne Zweifel Hans-Georg Maaßen. Wird es aber noch weitere, ich sag mal, bekannte Persönlichkeiten geben, die sich morgen zur Wahl stellen, gemeinsam mit Ihnen? Morgen sind wir ein kleiner, ich sage mal, eine kleine Gruppe. Wir machen eine Gründungsversammlung und es werden etwa 40 Personen sein. Also können wir davon ausgehen, am Samstag haben die sich gegründet, wenn ich mich recht entsinne. Und dann müsste es ja Freitag gewesen sein. Gehen wir mal davon aus, zwischen Freitag und Samstag, Sonntag. Gehen wir mal davon aus, dass es zwischen Freitag und Samstag war, diese Aufnahme. Also brandaktuell, wirklich. Aus der Werteunion, aus dem Umfeld der Werteunion. Ich meine, wenn ich Werteunion sage, dann meine ich einen eingetragenen Verein, den wir schon haben, die zusammenkommen und dann auch den Vorstand wählen. Wir werden ein kleiner Vorstand sein, das kann ich schon mal sagen. Und nach meiner Vorstellung soll auch Admiral Schönbach zum Vorstand gehören, der frühe Inspekteur der Marine, ein wirklich guter, rechtsstaatlich gesonnener Mensch, der mit beiden Beinen in der Realität steht. Und auch Albert Weiler, den ich auch gerne sehen möchte als der Landesbeauftragte für Thüringen, der doch den Wahlkampf führen soll, ein früherer Bundestagsabgeordneter der CDU, der weiß, wie Parteiarbeit geht. Beide möchte ich jetzt im Vorstand sehen. Und dann natürlich noch eine ganze Reihe weiterer Persönlichkeiten. Aber ich möchte den Namen jetzt hier noch nicht auf den Tisch legen. Okay, soweit so gut. Er hat auf jeden Fall einen Plan. Und was er vorher auch mehr gesagt hatte, war für mich auch nachvollziehbar. Wer ist eigentlich Ihre Zielgruppe? Seid ihr die Zielgruppe? Wir empfinden uns, es mag vielleicht dem einen oder anderen ein Lachen entlocken, aber wir empfinden uns als eine Art schon Volkspartei. Wir möchten das kritische Bürgertum ansprechen, und zwar von den Konservativen über die Markt- und Nationalliberalen, die Libertären, denken Sie an den Ökonomen Markus Krall, bis hin aber auch zu den klassischen Sozialdemokraten, die eine Sozialdemokratie eines Helmut Schmidt vertreten haben und nicht eine Sozialdemokratie. Alles klar, gut, kann ich verstehen. Helmut Schmidt fand ich in Ordnung. Ich mag auch Menschen, die wirklich anpacken und sagen, pass mal auf, so geht's lang, das wird so gemacht. Das sind Menschen, die sehe ich eher oben an der Spitze, als die nur alles abnicken und ja sagen. Von Nancy Faeser oder Kevin Kühnert. Auch diese Leute wollen wir ansprechen. Und nach meiner festen Überzeugung, die auch die Freunde in der Werteunion teilen, gibt es keinen Graben zwischen rechts und links. Rechte und Linke, Bürgerliche und Sozialdemokraten können miteinander. Der Graben verläuft irgendwo anders. Und zwar zwischen der Freiheit unter einer autoritären Staatsauffassung. Und wir vertreten die freiheitliche Auffassung. Wir wollen, dass der Staat sich aus unserem Leben raushält. Wir wollen weniger Steuern. Wir wollen nicht bevormundet werden. Wir wollen, dass der Staat das tut, wofür er eigentlich da ist, für innere Sicherheit zu sorgen, dafür zu sorgen, dass wir Frieden haben und keinen Krieg, dafür zu sorgen, dass wir eine vernünftige Infrastruktur, ein vernünftiges Bildungswesen haben und dafür zu sorgen, dass wir einen Rechtsstaat haben, der funktioniert und auf den wir uns verlassen können. Und unser Eindruck ist, der Staat tut dies nicht mehr zureichend, stattdessen ist er übergriffig und will bestimmen, wie wir zu leben haben, wie wir zu sprechen haben und wie wir zu heizen haben. Okay. Soweit, so gut. Immer noch, verstehe ich, finde ich sehr, sehr gut immer noch. Ich hätte auch lieber gerne einen Staat, der mich frei entscheiden lässt. Natürlich, da muss es Gesetze geben. Ein Staat, der sich aber auch eher für Interessen von mir als deutschen Bürger einsetzt, anstatt für Bürger eines anderen Landes. Wir haben natürlich auch im Vorfeld sondieren lassen, auch über ein Meinungsforschungsinstitut, was wir für ein Potenzial haben. Und auch bei einer Sonntagsumfrage, wie die Wähler wählen würden. Ich habe das in Auftrag gegeben für die drei Länder, in denen in diesem Jahr dann Wahlen stattfinden.
rund 5-7% der Wahlberechtigten an einem Sonntag, also Sonntagsfrage, sagen würden, wir würden sicher die Werteunion wählen, und das Potenzial läge bei 15% insgesamt. Das hört sich auch wieder sehr, für eine nicht existierende Partei sehr, sehr gut an. Überlegt mal, die FDP ist jetzt bei 7% oder irgendwas. Auf jeden Fall schon, hätten die jetzt nur in den drei Bundesländern, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, schon mehr als die FDP. Also in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen ist laut Umfrage so eine Situation, dass die AfD laut mehrerer Umfragen bei mehr als 30% liegt. Wie wollen Sie das ändern? Wollen Sie das überhaupt ändern? Aber das müssen Sie ja, weil Sie sich ja sozusagen in einem politischen Wettbewerb befinden, auch mit der AfD. Ja, ich sehe schon mit Sorge das Erstarken der AfD. Und das bereitet mir jetzt Sorgen. Erst redet man sehr positiv über die AfD. Ach, was heißt sehr positiv? Erst gibt man der AfD jetzt vor 5 Jahren irgendwelche Unterlagen, 5 Wochen bevor der Ministerpräsident dieses verkünden wollte, gibt er als Verfassungsschutzpräsident gibt er das der AfD. Dann gibt es keine Brandmauer mit ihnen, aber jetzt redet er, dann gibt es auch keine Brandmauer zur AfD, wie er selber sagt. Jetzt sagt er aber, er sieht es mit großer Sorge. Es wäre, glaube ich, fatal, wenn die AfD in einem Land eine Art Alleinregierung stellen würde. Man müsste sich vorstellen, einen Ministerpräsidenten, einen Innenminister von der AfD. Das erfüllt mich natürlich mit Sorge. Was uns vorschwebt, ist, dass wir jedenfalls offen sind in alle politische Richtungen. Ich sagte immer wieder, wir sind die Partei, die keine Brandmauern kennt. Wir reden mit allen. Ob das nun die Linken, die Grünen, die SPD, CDU, aber auch die AfD ist. Sarah Wagenknecht. Entschuldigung, habe ich vergessen. Natürlich auch mit Sarah Wagenknecht, die ich durchaus schätze, aber wo ich jedenfalls auch Probleme sehe, jedenfalls auf der Problemlösungsebene. Wir reden mit allen, die Frage... Problemlösungsebene ist also da mit den Grünen, ja? Die sich auch jetzt gerade wieder gegen die Bezahlkarte stellen. Das ist ja super. Also die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Ja, die Aussage bis jetzt, schreibt unten in die Kommentare rein, wie findet ihr das? Seine Aussage gerade. Wie ist euer Empfinden? Würdet ihr die jetzt noch wählen? Würdet ihr ihn nicht wählen? Die Frage ist, mit wem arbeitet man zusammen, mit wem koaliert man? Und da sage ich offen, unser Premium-Partner wäre die CDU bzw. die CSU, weil wir uns jedenfalls... Dann hättest du auch in diesem Verein drin bleiben können. ...von der Partei getrennt haben. Aber ich sehe grundlegende Differenzen auf der Lösungsebene von Problemen, aber auch auf der Analyseebene, dass CDU und CSU nicht bereit sind, die Probleme, die wir in diesem Land haben, offen anzusprechen. Dass der rosa Elefant, das riesige Migrationsproblem, dass der rosa Elefant, der Niedergang und Zusammenbruch unserer Wirtschaft einfach nicht ausgesprochen wird. Und wenn es gemacht wird, dass im gleichen Atemzug dann eine Koalition mit den Grünen in Erwägung gezogen wird, was für mich letztendlich bedeutet, derartige programmatische Aussagen kann man nicht ernst nehmen, denn wenn man mit den Grünen koaliert, wird das sowieso nicht umgesetzt. Und das weiß letztendlich jeder Wähler. Stopp. Trotzdem würde er mit den Grünen zusammenarbeiten, obwohl das nicht möglich ist? Was sind das gerade für Aussagen? Sonst ist er immer sehr, sehr klar in dem, was er aussagt. Jetzt sagt er aber, er würde, es gibt keine Brandmauern, er würde sich mit ihnen unterhalten und. Aber wenn man mit den Grünen zusammenarbeiten kann, wie er selber schon gesagt hat, wie will er denn mit den Grünen zusammenarbeiten? Tut mir leid, das verstehe ich nicht. Und er sieht ja auch schon ein Problem bei Sarah Wagenknecht. Sehen bestimmt viele, aber ich meinte nur, er will keine Brandmauer, er unterhält sich mit jedem, aber er sieht Probleme. Und er will mit der Partei zusammenarbeiten, die ihn raushaben wollte. Macht für mich irgendwie so gar keinen Sinn.
Es ist nicht das Lebensziel von einem von uns, Abgeordneter in einem Landtag zu sein. Das Entscheidende ist für uns, wir wollen ein besseres Deutschland, wir wollen eine Politikwende. Es kann so nicht weitergehen. Es kann so wirklich nicht mehr weitergehen. Das habe ich verstanden. So, und die Frage ist ganz konkret. Ja, Regierungsbeteiligung oder Toleranz, kann man sich das vorstellen? So, und ich sage mal, das Entscheidende ist deswegen nicht im Parlament zu sein, das Entscheidende ist, in der Regierung zu sein. Oder jedenfalls Einfluss zu nehmen auf die Regierung, dass Personen des Vertrauens, Experten in einer Regierung sitzen, die man unterstützt. So, und vor dem Hintergrund streben wir natürlich an, wenn wir bei den Landtagswahlen im Herbst antreten, dass wir nicht nur Opposition sind, sondern dass wir regieren, weil wir Einfluss haben wollen, weil wir eine Politikwende wollen. Würden Sie Herrn Höcke zum Amt des Ministerpräsidenten verhelfen, wenn es auf die Stimmen der Werteunion in dieser Frage ankommt? Ich glaube, da kann ich sagen, nein. Aber es kommt nicht auf Personen an, sondern es kommt letztendlich auf die Programmatik an. Und ich möchte gerne, dass wir gute, fachlich versierte Leute in politischen Positionen haben, die regieren. Ein Ministerpräsident von Thüringen, der, ich sage mal, kein Kommunist ist, eine Regierung, die nicht aus Linksradikalen besteht, sondern ein Ministerpräsident, der eine Berufs- und Lebenserfahrung hat, ein Innenminister, der wirklich was von innerer Sicherheit versteht und die innere Sicherheit oder die Instrumente der inneren Sicherheit nicht missbraucht, um Oppositionelle zu bekämpfen. Das wäre schon ein großer Fortschritt. Und da muss ich sagen, ist es mir egal, woher diese Leute kommen. Sie werden im Zweifel nicht Minister von der AfD sein. Dafür würde ich mich dann schon einsetzen, sondern es sollen gute, versierte Politiker oder Praktiker sein, die Ministerposten bekleiden. Gut, dann ist meine Meinung, für mich kommt aber Alice Weidel und auch Tine Chrupalla sehr zivilisiert rüber und das wären für mich auf jeden Fall Minister oder auch Kanzlerkandidaten, die ich bis jetzt auch begrüßen könnte. Ja, das war jetzt die Aussage von Dr. Hans-Georg Maaßen zur Werteunion mit seiner sachlichen Aussage, wie er was findet, wie er zur AfD steht und wie er Politik im Land machen wollen würde. Haus ich Kommentare rein, ich baue schon das Thumbnail, ich hau's rein, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, teilt das Video und schreibt unten rein, wie ihr es findet. Die Aussage von Hans-Georg Maaßen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr seht mich. Ciao.